Hallo liebe Fotofreunde, hier ist wieder Frank Fischer von der Fotoschule. Heute nach dem ersten Tag der Fotokina in Köln. Wir waren jetzt Freitag hier auf der Messe, haben uns einige Messeneuheiten für euch angeschaut und wollen jetzt mal einmal ganz kurz davon berichten, was wir heute gesehen haben. Deswegen die Newsflash heute aus Köln. So, als erstes waren wir heute Morgen auf dem Stand der Foto-Community. Ich habe einen einstündigen Vortrag gehalten zum Thema Bildgestaltung. Viele der Kursbesucher kennen meine Aussagen zur Bildgestaltung. Dort gab es doch einiges Neues für den einen oder anderen zu erfahren. Und es war sehr gut besucht für den morgendlichen Vortrag. Die Stühle waren alle besetzt. Insofern viel Publikum da, sind reichlich stehen geblieben, hat mir viel Spaß gemacht. Schöne Grüße an die FC und ich komme gern wieder. Anschließend haben wir ein paar unserer Sponsoren besucht. Als erstes war ich bei Priolite auf dem Stand. Priolite sponsert und die hatten es ja mit 2 MB500 Blitzköpfen. Dort gibt es auch einiges Neues im Produktprogramm. Unter anderem hat man Blitzköpfe entwickelt, mobile, die eine Wechselschublade haben, im Kopf eingebaut, sodass der Akku getauscht werden kann. Wer also mit den 400 Blitzen bei voller Leistung nicht auskommt, kann dort einen zweiten Akku mitnehmen. Finde ich eine klasse Lösung, besonders für die, die sagen, ich brauche viel Leistung und viel Auslösezahl Outdoor. Das ist bei uns eher nicht so der Fall, aber ich kann es nachvollziehen, dass es Fotografen gibt, die das brauchen. Das ist man bei Priolite gut aufgehoben. Darüber hinaus gibt es eine neue Generatorlösung auch von Priolite. Einfach mal reinschauen und wir werden auch in den kommenden Wochen immer mal wieder was Neues dazu zeigen. Dann sind wir weiter und mal bei Canon am Stand vorbei. Ich habe mich ganz persönlich bei Canon darüber beschwert, dass die 1DX das GPS-Modul nicht hat. Ist ein bisschen auf taube Ohren gestoßen, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht will man mich als Kunden nicht mehr. Man hat es ganz klar begründet mit der Robustheit der 1DX, wo der Spiegelkasten und der Auslöser, der Verschluss verstärkt wurden, deswegen wenig Platz im Gehäuse ist. Ich glaube das nicht, das GPS-Modul ist so klein, das hätte man sicherlich unterbringen können. Aber man hat mir dann die 6D empfohlen. Das ist natürlich eine total coole Verkaufstaktik. Jemanden, der eine 6.300 € Kamera kaufen möchte, eine 1.999 € Kamera zu empfehlen. Vielen Dank dafür, da kann ich eine Menge Geld sparen, aber ihr werdet mich so schnell nicht los. Anschließend hatten wir einen Termin bei der GfW, das ist der Zeitschriftenverlag, der die Digitalfoto und die Profifoto rausbringt. Dort versorgt uns Frau König ständig mit den Care-Paketen an Überproduktion von Zeitschriften. Das freut uns immer sehr. Auch ihr profitiert ja ständig davon, weil ihr uns im Studio auch bei anderen Kursen immer mal eine Zeitschrift mit abgreifen könnt. Vielen Dank an Frau König. Wir sehen uns morgen noch mal einmal kurz. Dann schreibe ich nochmal auf, welche ich so ganz gut brauchen könnte. Und vielleicht kommen wir auch redaktionell mal zusammen. Anschließend war ich dann bei BIC mit Bernd Ibisch verabredet und meinem Key-Accounter dort. Wir haben ein paar neue Sachen bei BIC angeschaut und die wir ins Sortiment nehmen werden. Und ich habe eine Bestellung über sowas, 100 Artikel aufgegeben. Ganz neu bei BIC ist ein Tischstativ. Das alte Tischstativ ist aus dem Programm genommen worden. Jetzt gibt es ein neues. Das Schöne an dem neuen ist, ich kann es leider nicht zeigen, es gab genau ein Muster und ich habe 20 Stück davon bestellt. Ich habe sie gesagt, ich nehme das sofort mit, aber man wollte es mir nicht geben. Und es ist ergonomisch geformt und ich kann, wenn die Beine zusammengeklappt sind, das Ganze auch als Video-Rack benutzen und damit die Kamera führen. Eine sehr schöne Sache, wie ich finde, unter 20 €, auch ein cooler Preis. Wird es bestimmt demnächst mal hier zu sehen geben. So, dann sind wir weiter zu California Sunbounds. Uli Götze hatte wie immer wenig Zeit, weil der Stand ist wie immer jedes Jahr, alle 2 Jahre wieder bei der Fotokina völlig überlaufen. Da kommen wir morgen nochmal vorbei und schauen uns nochmal die Produktneuheiten an, um euch auch dazu was erzählen zu können. Anschließend sind wir weiter und waren bei Hensel am Stand. Mit Get Artus bin ich so verblieben, dass es in Hamburg nochmal ein Hensel-Event geben wird bei uns im Studio. Da werdet ihr rechtzeitig von erfahren. Den Termin sprechen wir irgendwie die nächsten Wochen ab. Und heute Nachmittag hatte ich dann noch einen Termin, nachdem ich zwischendurch mal mich einen Moment ausruhen musste, weil ich hier viel gelaufen bin und mal einen Kölsch nehmen musste, ein kühles. Ich hatte Nachmittag noch einen Termin bei FotoTV. FotoTV kennt ihr, wir haben oft genug die Filme empfohlen. Heute war ich da zur Bildbesprechung und habe 2 Hobbyfotografen ihre Bildfehler erklärt und sie gelobt für das, was sie gut gemacht haben. Ihr wisst, wie ich da bin. Beide waren da und für konstruktive Kritik sehr offen. Ich war wie immer sehr direkt. Insofern, die werden bestimmt eine Menge davon zehren können. Und vielleicht meldet ihr 2 euch ja auch hier bei mir unter dem Video und dann wissen wir zumindest, wer ihr gewesen seid. So, morgen, nochmal morgen früh, kurzer ein Shooting von einer Stunde bei der Foto-Community auf dem Stand und dann habe ich mir noch einige Dinge im Fotokina-Katalog notiert, die ich morgen noch besuchen möchte. Insofern gibt es auch da nochmal Neues. Es kann allerdings sein, dass das Video erst nächste Woche kommt, weil morgen Abend fahre ich in Hamburg zurück und da weiß ich nicht, ob ich schneiden kann. Aber vielleicht am Sonntag. Ich wünsche euch was, macht's gut, das war's. Frank Fischer, FF Fotoschule, live von der Fotokina.